des Robert-Koch-Instituts kommt soeben an seinen Platz. Und wir sind gewöhnt in den vergangenen Wochen und Monaten, dass es sehr pünktlich losgeht. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt wahrscheinlich mit der letzten Pressekonferenz vor Weihnachten vonstatten geht. Ja, meine Damen und Herren, dann beginnen wir auch gleich. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Pressebriefing heute im Robert-Koch-Institut am 22. Dezember. Heute wieder mit Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Dr. Ole Wichmann, Leiter des Fachgebiets Impfprävention. Herr Wieler, bitte. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie heute eindringlich darum, die Tage zwischen den Jahren in Ruhe und wirklich nur im kleinsten Familienkreis zu verbringen. Bitte schränken Sie Ihre Kontakte auf das Nötigste ein, verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur wenige und wenn dann nur immer dieselben Menschen. Und treffen Sie sich möglichst draußen. Wenn wir die Zeit des Lockdowns durch unsere Achtsamkeit optimal nutzen, dann bringen wir die Zahlen schneller runter. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens wird dann besonders effektiv sein, wenn wir zusätzlich unsere eigenen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Warum fordere ich Sie so eindringlich auf, das zu tun? Weil wir dadurch die Zahl unserer Mitmenschen, die krank werden, die schwer krank werden, die langfristig krank werden und auch die Zahl derjenigen, die versterben, einfach verringern. Und zwar sowohl bei Älteren als auch bei Jüngeren. Tatsächlich stehen uns einige schwere Wochen bevor. Wir sollten sie nicht noch schwerer machen. Zurzeit verschlechtert sich die Situation weiter. Wir verzeichnen weiterhin neue Höchstzahlen, und zwar neue Höchstzahlen sowohl an Neuinfektionen als auch an Todesfällen. In vielen Altenheimen haben wir wirklich schwere Ausbruchsgeschehen. Und wir kämpfen diese Ausbruchsgeschehen nieder. Viele arbeiten dort. Und leider sterben auch in den Pflege- und Altenheimen aktuell viele Menschen an Covid. Viele Krankenhäuser, Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte sind am Limit. Und jeden Tag sterben in Deutschland inzwischen hunderte Menschen an Covid-19. Es gibt ganz klar nur einen Weg, wie wir hier rauskommen. Wir alle können und müssen die Zahl der Neuinfektionen deutlich senken. Und wir müssen sie dann auch niedrig halten. Das Virus, meine Damen und Herren, das Virus lebt von unseren Kontakten. Und nur darüber kann es sich nämlich verbreiten. Und wir verbreiten es dadurch. Darum nochmals mein eindringlicher Appell. Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf das absolute Minimum. Reisen Sie nicht. Halten Sie sich immer und überall an die AH+L-Regeln. Bleiben Sie bei den ersten Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion für mindestens 5 Tage zu Hause. Seit etwa einer Woche sind neue verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland in Kraft. Es wird aber vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bevor die Fallzahlen zurückgehen und vor allem, bis sich die Zahl der Schwerkranken und der Todesfälle auch reduziert. Und wir befürchten, dass sich durch die Feiertage das Infektionsgeschehen noch weiter anspannen könnte. Warum befürchten wir das? Wenn sich in ganz Deutschland Menschen aus verschiedenen Regionen treffen, dann kann sich das Virus noch schneller ausbreiten. Bitte helfen Sie persönlich dabei, das zu verhindern. Bitte bleiben Sie, wann immer Sie können, über die Feiertage einfach zu Hause. Bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte. Sie schützen sich und Sie schützen andere. Tatsächlich ist doch die Gesundheit das Wichtigste, was wir haben. Sie haben sicher von der neuen SARS-CoV-2-Variante gehört, die insbesondere in Großbritannien auftritt. Wir können die Bedeutung dieser Variante für das Geschehen noch nicht endgültig einschätzen. Wir beobachten das aber sehr genau. Es sind noch viele Fragen offen. Aber eines ist klar: Das Erbgut von Viren ändert sich kontinuierlich. Sie können dadurch auch ihre Eigenschaften verändern, zum Beispiel ihre Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch. Ob das bei der Variante in England auch wirklich der Fall ist, das ist noch nicht ganz klar. Klar ist, je weiter sich Viren verbreiten, desto mehr Gelegenheit haben sie dazu, sich auch zu verändern. Auch vor diesem Hintergrund nochmals, wir müssen die Zahl der Neuinfektionen senken, wir müssen die Verbreitung des Virus eindämmen. Jetzt ein paar Worte zur Lage in Deutschland. Zunächst, wie immer, ein Überblick. Wir haben Stand heute
insgesamt mehr als 1,5 Millionen Fälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt bekommen. Genau gesagt 1.530.180. Also mehr als 1,5 Millionen Menschen sind schon offiziell als Fälle klassiert worden. Rund 360.000 Menschen in Deutschland sind aktiv infiziert, diese aktiven Fälle, wie wir das nennen, das ist die Schätzung. Und wir schätzen, dass etwas mehr als 1,1 Millionen Menschen die akute Infektion bereits überstanden haben. Mehr als 27.000 Menschen sind bislang in Verbindung mit dem SARS-CoV-2 verstorben. Im Dezember sind die Fallzahlen leider noch mal deutlich angestiegen. Wir haben in der letzten Woche pro Tag zwischen 14.000, das sind die Meldezahlen am Wochenende, und rund 33.000 Fälle pro Tag übermittelt bekommen. Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen praktisch in allen Bundesländern weiter zugenommen hat, insbesondere aber in Sachsen und in Thüringen. Entsprechend steigt auch der bundesweite 7-Tages-Inzidenz immer weiter an, leider. Sie liegt heute bei rund 198 pro 100.000 Einwohnern. Das Virus ist in der gesamten Bevölkerung, in allen Altersgruppen und überall in Deutschland vorkommend. Ganz besonders betroffen ist die Altersgruppe der über 80-Jährigen, also die Menschen, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder sogar zu versterben. Wir sehen tragischerweise viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Mit Stand gestern wurden mehr als 5.000 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Auch hier sehen wir wieder einen erneuten Höchststand. Aktuell müssen in Deutschland rund 2.700 Menschen beatmet werden. Das ist sicher eine traumatische Erfahrung. Und gleichzeitig sinken natürlich alle freien Kapazitäten auf den Intensivstationen immer weiter. Aber, meine Damen und Herren, nicht nur die Intensivbetten sind belegt, sondern natürlich auch die anderen Betten werden immer rarer. Manche Kliniken in Deutschland fahren schon Notprogramme, damit sie wenigstens alle Akutpatienten und alle Covid-Patienten noch behandeln können. Und immer mehr Ärzte und medizinisches Fachpersonal fällt selber aus wegen Covid-19. Ohne Ärzte und Fachpersonal helfen natürlich auch freie Betten nicht, denn sie können ja nicht betrieben werden. Und leider sterben immer mehr Menschen an Covid-19. Auch diese Entwicklung setzt sich leider ungebremst fort. Schauen wir uns die Zahlen an. Nach Sterbedatum in den letzten Wochen, Mitte, Ende Oktober, starben rund 380 Menschen in Deutschland an Covid-19. Ende November waren es bereits mehr als 2.500. Und in der Woche 50, das ist die zweite Dezemberhälfte, starben etwas mehr als 3.000 Menschen bereits. Das sind wirklich tragische Zahlen und wir müssen alles dafür tun, die Fälle und Zahlen runterzubekommen. Sie finden ja alle diese Zahlen auch in unserem Situationsbericht, den wir täglich auf unsere Website stellen, auf unserer Webseite rki.de. Und Sie finden natürlich alle diese Zahlen auch auf unserem Dashboard corona.rki.de. Meine Damen und Herren, wir können diese Pandemie wirklich nur gemeinsam bewältigen. Und wie gut uns das letzten Endes gelingen wird, das haben wir wirklich selber in der Hand. Ich bin allerdings glücklich darüber, dass kurz nach Weihnachten die ersten Impfungen stattfinden werden. Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass wir jetzt schon in diesem Jahr impfen werden können? Aber die Impfung wird natürlich erst einmal nichts an der Gesamtsituation ändern. Es wird noch lange dauern, bis die Mehrheit der Menschen in Deutschland geimpft ist. Umso wichtiger ist es, die Infektionszahlen zu senken und dauerhaft auch niedrig zu halten, damit wir im neuen Jahr so bald wie möglich ein gewisses Maß an Normalität wieder erlangen können. Mein Kollege Dr. Ole Wichmann, der wird Ihnen jetzt das Thema der Impfung genauer vorstellen. Er ist Arzt und Epidemiologe. Und er leitet am Robert-Koch-Institut das Fachgebiet für Impfprävention. Herr Wichmann. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nach Weihnachten werden in Deutschland die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft. Da nur begrenzte Mengen an Impfstoff zur Verfügung stehen, sollten zunächst Menschen ab 80 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, medizinisches Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege geimpft werden. Dies empfiehlt die Ständige Impfkommission.
Dass wir die ersten Menschen gegen Covid-19 impfen können, ist ein wichtiger Schritt in der Pandemiebekämpfung. Wir haben einen Impfstoff, der nach allen uns vorliegenden Daten zu urteilen sicher und äußerst wirksam ist. Ich möchte jedoch dringend betonen, trotz der Impfung müssen wir uns in den nächsten Monaten alle weiterhin an die AH+L-Regeln halten und unsere Kontakte einschränken. Und zwar aus folgenden Gründen. Es wird noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass auch die Zirkulation des Virus in der Bevölkerung reduziert wird. Einerseits, weil der Impfstoff erst in ausreichenden Mengen verfügbar sein muss und andererseits, weil es dauert, so viele Menschen zu impfen. Ziel der Impfstrategie ist es daher, mit den verfügbaren Impfstoffen in den ersten Monaten zuerst die Menschen zu schützen, die das höchste Risiko haben für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe. Das wird gelingen, aber das Virus kann bei vergleichsweise niedrigen Impfquoten weiterhin zirkulieren. Auch wenn wir die ersten Gruppen geimpft haben, werden von diesen nicht alle geschützt sein, denn kein Impfstoff ist perfekt. Zudem wissen wir noch nicht sicher, in welchem Maß die Impfung auch Ansteckungen verhindert. Wir müssen also weiterhin andere schützen, indem wir uns an die AH+L-Regeln halten. Und es können auch junge und gesunde Menschen schwerwiegend und langwierig an Covid-19 erkranken. Schauen Sie sich beispielsweise die Menschen an, die in der Ich-hatte-Corona-Kampagne porträtiert werden. Wir möchten in allen Bevölkerungsgruppen schwerwiegende und langwierige Verläufe verhindern. Dazu gehört auch das sogenannte Long-Covid. Hier weisen Menschen Wochen bis Monate nach einer Infektion noch Symptome auf, beispielsweise andauernde Erschöpfung. Was wissen wir über den ersten zugelassenen Impfstoff? Schwerwiegende Nebenwirkungen traten nicht gehäuft auf. Im Vergleich zu Ungeimpften waren Geimpfte häufiger einige Tage lang in ihrem Alltag beeinträchtigt. Zum Beispiel durch Schmerzen an der Einstichstelle, Schmerzen des Kopf, also Kopfschmerzen oder Fieber. Dies verschwand jedoch wieder. Wir wissen über die Impfung, dass sie uns in einem hohen Maße davor schützt, an Covid-19 zu erkranken. Wir wissen auch, dass der mRNA-Impfstoff unsere Gene nicht verändert. Die mRNA gelangt nicht in den menschlichen Zellkern und wird somit nicht Teil der menschlichen Erbanlage. Und wir wissen auch, dass bei der Entwicklung und Zulassung keine Abstriche bei der Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit gemacht wurden. Die Impfung wurde an ausreichend vielen Menschen getestet, um Nebenwirkungen zu erkennen, auch solche, die verspätet, also 1 bis 2 Monate danach oder nur selten auftreten. Wie bei anderen Impfungen auch, können sehr seltene Nebenwirkungen in Zulassungsstudien nicht sicher ausgeschlossen werden. Daher wird durch das Paul-Ehrlich-Institut das Auftreten von Nebenwirkungen fortlaufend überwacht. Die Entwicklung und Zulassung war schneller, weil verschiedene Prozesse gleichzeitig anstatt hintereinander liefen, weil wir auf frühere Entwicklungen zurückgreifen konnten und weil weltweit in nie dagewesener Form zusammengearbeitet wurde und viel Geld zur Verfügung stand. Was wissen wir noch nicht über den ersten Impfstoff? Wir wissen noch nicht, ob die Impfung nicht nur das Auftreten einer Erkrankung bei den Geimpften verhindert, sondern auch die Ansteckung anderer Menschen. Unsere Erfahrungen mit anderen Impfungen deuten jedoch darauf hin. Und wir wissen noch nicht, wie lange der Impfschutz anhält und wie gut die Impfung in besonderen Risikogruppen, wie zum Beispiel Menschen mit eingeschränktem Immunsystem, wirkt. Sicher ist aber, dass wir durch die Impfung das Risiko verringern, an Covid-19 zu erkranken. Ich kann Ihnen versichern, dass wir gut vorbereitet sind. Es sind Systeme etabliert, mit denen die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung auch nach der Zulassung kontinuierlich überwacht wird. Darüber hinaus befinden sich Studien in Planung, die unter anderem die eben genannten offenen Fragen adressieren. Vielen Dank, Herr Wichmann. Wir beginnen mit den Fragen und gehen zu NTV, Herrn Aretz. Ja, guten Morgen, Herr Wieler. Sie haben ja eindrücklich geschildert, wie sich die Lage darstellt und sprechen von ungebremster Entwicklung. Dazu so 1,5 Fragen. Tun wir zu wenig, vor allem die Kreise mit anhaltend hoher Inzidenz, die es ja durchaus gibt. Und man fragt sich, muss man da noch mehr machen, um die ungebremste Entwicklung, wie Sie beschreiben, zu stoppen? Und daran anknüpfend der 1,5. Teil der Frage,
bisschen Blick in die Glaskugel. Wann glauben Sie, sinken die Zahlen wieder? Also wann können wir wirklich davon sprechen, eine Kehrtwende wahrzunehmen? Also ich kann immer wieder nur betonen, dass es wirklich in hohem Maße von uns allen abhängt, wann diese Zeiträume eintreten. Das vermag ich wirklich nicht zu sagen. Was wir sehen, sind ja zum einen Menschen, die nach wie vor dieses Virus nicht ernst nehmen. Es gibt nach wie vor Menschen, die da tatsächlich sogar die Krankheit leugnen. Wie groß der Einfluss dieser Menschen ist auf das ganze Geschehen, das wissen wir einfach nicht. Untersuchen wir auch nicht wissenschaftlich. Das wird bestimmt von anderen auf Dauer untersucht, das wissen wir nicht. Aber es ist ganz klar, dass wir Menschen sind ja die Einzigen, die dieses Virus tragen können und es weitertragen können. Und insofern ist unser Verhalten entscheidend. Und wenn man schaut, nehmen wir ein Beispiel, dass zum Beispiel noch tatsächlich Tausende oder Zehntausende reisen und auf Flughäfen etwa in Reihe stehen und sich dort drängeln, dann ist das für mich schwer nachvollziehbar. Und ich weiß nicht, wie sich die Menschen in den einzelnen Regionen alle verhalten, wie sie sich bewegen, wie oft sie noch zusammenkommen. Ich kann nur sagen, die Maßnahmen, die auch von Regierungsseite oder eben auch von Landkreisen, von Bürgermeistern, von Landräten durchgeführt werden, die werden natürlich nur in dem Maße erfolgreich sein, wie sie von der Bevölkerung mitgetragen werden. Das ist einfach so und das ist der entscheidende Punkt. Kurze Nachfrage, Sie sprachen das Reisen an. Müsste man dann aber vielleicht doch von behördlicher, staatlicher Seite noch stärker das Kontaktleben einschränken? Also ich sage es nochmal, die Regeln sind ja klar. Es gibt Regeln, wie viele Menschen sich maximal treffen sollten. Es wurde ja nochmal verschärft, gerade über die Feiertage. Wir sollten eben alle, wenn es möglich ist. Es gibt ja viele Menschen, die das gar nicht können. Es gibt ja Menschen, die müssen aufgrund beruflicher Verpflichtungen oder aufgrund prekärer Wohnverhältnisse, können die manche Dinge ja gar nicht einhalten. Aber die, die es können, und das ist ja der weit überwiegende Mehrteil der Menschen in Deutschland, die sollten sich halt dann halten. Und es ist, wir sehen das über Monate inzwischen, über Monate, und wir verstehen das auch, dass eine gewisse Müdigkeit stattfindet, eine gewisse Erschöpfung stattfindet. Aber nochmal, die Maßnahmen werden nur so wirksam sein, wie sie von der Bevölkerung getragen wird, wie die Menschen einsichtig sind, dass sie selber tatsächlich andere anstecken können. Und es gibt ja Videos im Internet, es gibt ja Gruppierungen von Menschen, die sich da überhaupt nicht drum scheren, die Partys feiern, lustig sich umarmen, in Geschäften rumlaufen. Da habe ich letzte Woche erst ein Video gesehen, irgendwo im Prenzlauer Berg. Solange diese Dinge geschehen, und die kann man ja nicht alle kontrollieren oder unterbinden, solange machen wir es diesem Virus einfach leicht und ohne Not. Ja, das ist einfach der entscheidende Punkt. Das muss jetzt halt eine große Gruppierung der Menschen in unserem Land, muss das einfach tragen. Wir gehen zu Deutschlandfunk Kultur, Herr Mayer. Guten Morgen, Herr Mayer. Da gibt es offenbar ein technisches Problem. Wir probieren es gleich nochmal und gehen zu Herrn Plavec. Sagen Sie nochmal bitte Ihre Redaktion dazu. Ja, Jan-Gerd Plavec, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Herr Wieler, ich hätte eine Nachfrage zu dem Thema, wann wird man einen Effekt von dem Lockdown sehen? Wir hatten bei dem Teil-Lockdown vom 2. November und auch im März hatten wir so circa 10 bis 12 Tage Zeitverzug zwischen Maßnahme und Absinken der Fallzahlen. Wenn man da nach vorne rechnet, vom 12. Dezember kommen wir ungefähr auf die Weihnachtsfeiertage jetzt, wird es da vermutlich auch weniger Testkapazitäten geben. Also inwiefern wird denn sozusagen diese Sondersituation über Weihnachten die Zahlen auch beeinflussen möglicherweise, die wir gemeldet bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise sehen wir immer etwa 10 bis 14 Tage, nachdem eine Maßnahme implementiert wurde, haben wir bisher jedes Mal den Effekt dieser Maßnahme gesehen. Und das wird dieses Mal auch so sein. Sie haben recht, natürlich wird über die Weihnachtstage dann auch insgesamt weniger Aktivität sein bezüglich Testung, Arztbesuchen und so weiter. Das ist ein Effekt, den wir mit einberechnen müssen. Und dadurch wir können das ja dadurch dann später messen, weil dann diese Zahlen ja in der Regel doch nachgeliefert werden. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen, den wir bei unseren Überlegungen und Einschätzungen natürlich auch mit berücksichtigen. Vielen Dank. Wir probieren es nochmal bei Herrn Mayer von Deutschlandfunk Kultur. Herr Mayer, guten Morgen. Gut,
Guten Morgen. Ah, prima. Entschuldigung. Herr Wieler, Sie haben gesagt, in Bezug auf die Mutation des Virus in Großbritannien ist ja noch vieles unklar. Das hat ja jetzt Boris Johnson nicht davon abgehalten, da sehr klare Zahlen in den Raum zu werfen bezüglich einer höheren Ansteckung. Können Sie einen Zeitraum vielleicht nennen, in dem Sie rechnen, wo Sie sagen, das lässt sich dann wissenschaftlich hinterlegt konkreter sagen? Also ob diese Form jetzt ansteckender ist und was das auch für einen möglichen Impfschutz bedeutet? Also zum einen, wir sind in sehr engem in einer engen Kommunikation mit britischen Kolleginnen und Kollegen, als auch mit britischen Schwesterinstituten zum Beispiel. Es gibt ja Public Health England, das ist ja unser Schwesterinstitut. Und auch mit vielen anderen Kollegen seit Freitag letzter Woche. Und die Zahlen oder die Informationen, die wir bisher haben, sind reine Beobachtungen, wo man sieht, dass eine bestimmte Virusvariante, diese B1117, so heißt sie, diese Variante einfach ganz offensichtlich viel häufiger vorkommt als andere, also andere Varianten verdrängt. Das spricht zunächst mal, das könnte daran liegen, dass sie eine höhere Infektiosität hat. Das muss aber nicht so sein. Wir haben ja im Frühjahr auch gesehen, dass eine bestimmte Variante, die hat einen anderen Namen getragen, ich glaube G614 hieß die, die hat auch weltweit sogar sich stärker verbreitet und hat auch dann eine Dominanz übernommen. Der reine Aspekt, dass eine Variante häufiger vorkommt, muss noch nicht heißen, dass sie häufiger ansteckend oder stärker ansteckend ist. Das kann so sein, es muss aber nicht. Sondern es kann einfach sein, dass eine andere Variante eben verdrängt wird. Und was uns fehlt, sind noch die wirklich überzeugenden epidemiologischen Daten. Das heißt also die Daten, welche Bevölkerungsgruppen sind betroffen, hat sich die Inzidenz, also die Häufigkeit der Erkrankung in einer bestimmten Zeit verändert, kann man Vergleiche ziehen zu anderen Gruppierungen in dem ähnlichen Gebiet, die eben nicht von der Variante infiziert wurden. Und hängt es zum Beispiel zusammen damit, dass sowieso zurzeit die Inzidenz steigt. Und ich weiß, dass die Kollegen da mit Hochdruck dann arbeiten, aber ich hoffe, dass auch die Kollegen da vielleicht mal Weihnachten ein bisschen ruhiger verbringen. Ich denke aber, dass wir wahrscheinlich noch in diesem Jahr mehr Antworten haben werden, um das einschätzen zu können. Und bezüglich Ihrer zweiten Frage mit der Impfung, da kann mir aber gerne Herr Wichmann, der ist ja unser Impffachmann, noch mal auch ergänzen noch. Was wir bisher haben, sind ja Sequenzdaten, und zwar sehr viele. Dieses Virus hat ja eine Reihe von Mutationen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir da besonders vorsichtig sind und draufschauen. Und es gibt unter anderem eine Mutation, von der man weiß, dass sie etwas mit Immunreaktion gegen dieses sogenannte Spike-Protein zu tun hat, das halt, wogegen der Impfstoff verwirkt. Aber nach allen Informationen, und die kann man bioinformatisch auswerten, das heißt also, ohne dass wir das Virus in der Hand haben, können wir diese Daten bioinformatisch auswerten. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber das gibt uns eine Reihe Informationen. Und alle diese Daten, die wir bislang kennen, sprechen dafür, dass der Impfschutz nicht eingeschränkt ist, wenn sich diese Variante weiter ausbreitet. Vielen Dank. Wir gehen zu Herrn Schäfer. Sagen Sie bitte auch noch mal Ihre Redaktion dazu. Ja, hallo, Bloomberg News. Ich habe eine Frage. Es geht nochmal um die britische Variante. Herr Wieler, haben Sie diese mittlerweile denn schon auch in Deutschland festgestellt? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben in Deutschland, ich glaube, also auf jeden Fall mehr als 1000 Genome bislang etwa Sequenz analysiert, also das Erbgut entschlüsselt und in öffentliche Datenbanken gestellt. Ich weiß aber, dass es auch immer noch mehr Genome gibt. Ich weiß, dass es auch Labore und vor allen Dingen Forschungsinstitute gibt, die noch weitere Genome sequenzanalysiert haben. Und ich möchte jetzt das mal nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen sie dringend aufzufordern, dass sie diese Sequenz noch bitte in die öffentlichen Repositorien einstellen, damit die Analysen durchgeführt werden können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der sogenannten Public Health Surveillance, der Überwachung. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir das einschätzen. Also nachdem ich das gesagt habe, zum jetzigen Zeitpunkt, also der Status ist von heute Morgen, vor 2 Stunden etwa, ist mir nicht bekannt, dass diese Variante aufgetreten ist. Aber
Wir wissen, dass diese Variante im Vereinigten Königreich bereits im September erstmals nachgewiesen wurde. Wir wissen ja auch schon, dass sie zum Beispiel in Holland oder in Dänemark gefunden wurde. Und das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schon in Deutschland ist, aber bisher unerkannt, die Wahrscheinlichkeit schätze ich schon als sehr, sehr hoch ein. Vielen Dank. Wir gehen zu Reuters, Herr Wackert. Herr Wackert? Scheint uns nicht zu hören. Wir probieren es gleich nochmal und gehen zu Herrn Hering, Medico Direkt. Ja, guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja, guten Morgen. Ja. Meine Frage richtet sich auf das Impfen, das Vorgehen beim Impfen aus der Perspektive der impfenden Ärzte. Jetzt zunächst ja noch in den Zentren, dann später wohl auch in den Praxen. Da ist die Reihenfolge der zu Impfenden, was das Alter angeht, ja primär klar, Personalausweis, Geburtsdatum und fertig. Schwieriger wird es dann, wenn die Einschätzung der Ärzte zu den Begleiterkrankungen gefragt ist. Da müssen Atteste ausgestellt werden. Und es ist schon jetzt sichtbar, dass die Patienten kommen und begehren, solche Atteste zu bekommen. Die Einschätzung zu Risikoerkrankungen ist aber keineswegs einheitlich. Nehmen Sie beispielsweise das Asthma bronchiale, das zwar als chronische Lungenerkrankung ein Risiko darstellen soll. Die Fachgesellschaften sagen aber, nein, Asthma ist keine Risikoerkrankung im Sinne von Covid-19. Es wird also am Ende doch relativ viele Auseinandersetzungen am Arztschreibtisch geben. Und meine Frage ist, bekommen die Ärzte hier so etwas wie einen Leitfaden, nachdem sie das relativ schnell und eindeutig und auch mit Rückgriff auf den Leitfaden entscheiden können? Also ich kann so viel dazu sagen, dass in Deutschland gibt es ja die Ständige Impfkommission, die letzte Woche ihre Empfehlung publiziert hat. In der ausführlichen wissenschaftlichen Begründung sind Ergebnisse einer großen Literaturrecherche dargestellt. Hierzu gehören die verschiedensten Grunderkrankungen, die ich glaube in über 90 Studien, vor allem in der EU und Nordamerika, zusammengeführt wurden. Und hier nur das Beispiel, was Sie jetzt bringen, zeigt sich in der Tat, dass Asthma keine wesentliche Rolle bei dem erhöhten Risiko für Covid-19 spielt. Also wir haben die Ergebnisse dieser Literaturrecherche aufgeführt. Da gibt es eine Liste in einer Tabelle. Daraus geht das eigentlich relativ gut hervor. Wir werden diese systematische Literaturrecherche wiederholen oder aktualisieren und das dann auch in einer aktualisierten STIKO-Empfehlung dann mit publizieren. Also eigentlich müsste durch diese STIKO-Empfehlung damit schon vieles adressiert sein. Aber wichtig vielleicht nochmal der Hinweis, gerade in der ersten Phase der Impfaktivitäten spielen Grunderkrankungen eine untergeordnete Rolle. Wir sehen, dass eigentlich der Haupttreiber oder das Hauptrisiko für schwere Erkrankungen ist das Alter. Und aber auch selbst wenn wir dann die Grunderkrankungen altersadjustieren, also quasi gucken, wie häufig kommen die eigentlich vor in den Altersgruppen, so kann man schon sagen, zuerst das Alter und erst in einer späteren Phase der Impfaktivität kommt dann die Frage zu den Grunderkrankungen. Vielen Dank. Wir probieren es nochmal bei Reuters. Herr Wackert? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, guten Morgen. Ja, okay. Herr Wieler, vor 4 Wochen, also beim Lockdown Light, hatten Sie sich noch recht optimistisch geäußert, dass die Zahlen runtergehen. Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum sich jetzt Ihr Optimismus nicht erfüllt hat. Worauf führen Sie jetzt zurück? Also wirklich, sind die Leute nur müde geworden? Oder hat es vielleicht auch tatsächlich mit Virusmutationen zu tun, die vielleicht einfach ansteckender sind und sich von daher schneller verbreiten? Gute Frage. Kann ich Ihnen nicht vollständig beantworten. Beides möglich, ja, ganz klar, beides möglich. Darum ist es ja auch wichtig, weitere Informationen über diese Viren zu bekommen und irgendwann auch zu erfahren, ob sie in Deutschland ist und ob sie tatsächlich vielleicht eine höhere Transmissibilität hat, also eine Übertragungsrate. Das ist möglich, das werden wir dann sehen. Aber uns ist auch klar, dass natürlich der Winter eine Zeit ist, wo einfach insgesamt die Chance für das Virus ist, leichter sich zu übertragen, wenn eben Menschen in größeren Mengen und häufiger zusammenkommen. Also das ist eine Lage, die viele Faktoren hat. Ich kann Ihnen zurzeit nicht die entscheidenden Faktoren nennen, aber ich möchte auch Folgendes sagen.
Ich habe das auch in den letzten Monaten immer wieder gemerkt. Es ist erstaunlich, wie schnell man immer versucht, eine bestimmte ein Ereignis oder eine Entwicklung mit ein oder zwei Faktoren zusammenzubringen. Das führt dann in der Regel dazu, dass man die anderen drei oder vier oder zehn Faktoren einfach negiert. Also wir sollten halt einfach alle nach wie vor achtsam und vorsichtig sein und uns so gut wie möglich verhalten. Ich habe das auch gemerkt, als wir die Diskussion etwa hatten über die Orte, an denen Infektionen stattfinden. Sie finden ja überall statt. Es gibt ja keinen Ort, wo es nicht sein kann, dass man sich ansteckt. Aber auch die Diskussion darüber führte dann schnell dazu, dass manche Menschen dachten, zumindest entnehme ich das den Befragungen, die wir auch mit Cosmo machen, dass viele Menschen denken, ach, an diesem Ort, doch besteht ja kein Risiko. Aber natürlich besteht überall prinzipiell das Risiko, wo Menschen zusammenkommen. Deshalb würde ich auch einfach diese Nachricht, die wir immer wiederholen, die ja wirklich auch trivial ist und auch banal ist, nach wie vor, es ist wirklich der entscheidende Punkt, dass wir unser Verhalten, unsere Kontakte so gut wie möglich einschränken, wenn uns das möglich ist. Vielen Dank. Wir gehen zu DTS-Nachrichtenagentur, Herr Hoffmann. Ja, guten Morgen, Herr Professor Wieler. Sie haben vor einiger Zeit mal gesagt, ich glaube vor ein paar Monaten war das, dass Sie auch eine Mutation eigentlich eher dahingehend erwarten, dass das Virus zu leichteren Verläufen führt. Hoffen Sie das immer noch oder haben Sie vielleicht auch unter den vielen Mutationen so eine Variante schon entdeckt? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich nicht die ganze Zeit die Virusvarianten analysiere. Wir haben bislang nach den Daten, die uns vorliegen, und dazu gehört ja immer Epidemiologie, das ist ja das Entscheidende. Ne? Also die Virusvarianten herauszufinden, ist eigentlich inzwischen relativ trivial. Wir entschlüsseln das Erbgut, machen bioinformatische Analysen und leiten daraus bestimmte Hypothesen ab, die mal mehr oder weniger plausibel sind. Hängt ganz davon ab, wo diese Mutation ist und was wir schon wissen über das Virus. Aber nach bislang gibt es eigentlich keinen Hinweis, dass wir Mutationen haben, die dazu führen, dass das Virus sich in seiner krankmachenden Eigenschaft stärker verändert hat. Das ist aber ein Prozess, der evolutionsbiologisch so kommen wird. Die Zeiträume dazu, die kann ich Ihnen schwer vermitteln. Aber wir reden hier über viele Jahre, in denen das sein wird. Ja? Und das ist ja der Grund, warum wir auch die Impfung wirklich als das Mittel sehen, mit dem wir es schaffen, die Krankheitslast und Viruslast in der Bevölkerung auf Dauer zu reduzieren, aber eben erst auf Dauer. Das heißt also erst, wenn wir in vielen Monaten genügend Menschen durchgeimpft haben, dann haben wir eine so geringe Viruslast, dass wir das alles beherrschen können. Wenn ich noch nachfragen darf, Sie sagen, das wird früher oder später so kommen. Kann es auch sein, dass es vorher sich nochmal dahingehend verändert, dass es zu schwierigeren Verläufen führt? Die Möglichkeit besteht auch, ja. Also das können wir nicht hundertprozentig ausschließen, aber wenn man sich die Evolution von diesen Erregern anschaut, dann ist es so, gerade Erreger, die vom Tier auf den Menschen überspringen, in der Regel entwickeln sich in der Zeit daran, dass sie sich eher adaptieren, also anpassen an den Wirt und zu geringeren Krankheiten führen. Das ist ein reiner biologischer Mechanismus, der eben einfach dazu führt, dass das Virus genug Wirt hat, um sich immer weiter zu vermehren. Vielen Dank. Wir kommen zur letzten Frage. Wir waren heute schneller als sonst, was sehr gut ist, weil wir auch nur eine Gebärdendolmetscherin heute haben. Die darf auch nicht länger als eine halbe Stunde. Und zwar Blended Interview. Herr oder Frau Krämer? Herr Krämer. Schönen guten Morgen. Wo Sie gerade von den Orten gesprochen haben, Herr Wieler, noch eine Frage dazu. Sie schlüsseln ja jede Woche in Ihrem Bericht auf, wo die meisten Covid-Todesfälle zu beklagen sind. Und das sind ziemlich konstant zu 80% Pflegeeinrichtungen, in denen Todesfälle zu beklagen sind. Glauben Sie, dass die aktuellen Lockdown-Maßnahmen diese Todesfälle in Pflegeeinrichtungen tatsächlich signifikant verringern werden? Ja, also ich glaube, es sind nicht 80%, sondern es ist schon weniger. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die Zahlen hier. Ich meine, dass wir momentan etwa 55%, so etwa die Hälfte der Todesfälle, da wissen wir, wenn ich richtig das im Kopf habe, wo sie, also ist die Meldung beinhaltet, dass, wo sie gestorben sind. Aber klar ist auf jeden Fall, egal wie viel Prozent es sind, die sehr, sehr viele Todesfälle haben wir dort.
Ja, warum denke ich, dass der Lockdown auch dort hilfreich ist? Also das Grundprinzip ist, dass das Virus übertragen wird, wenn sich Menschen treffen. Also je weniger man trifft, desto schwieriger wird es für das Virus, übertragen zu werden. Die Pflegeheime haben natürlich neben dem Lockdown, der insgesamt die Mobilität und das Treffen von Menschen einschränkt, dadurch wird ja insgesamt in der Gesellschaft die Virushäufigkeit reduziert, die Übertragungsmöglichkeit reduziert. Das hilft uns allen, also jedem, egal ob wir in einem Pflegeheim wohnen oder ob wir in einem einzelnen Personenhaushalt wohnen, egal ob wir 15 Jahre alt sind oder 85 Jahre, je weniger wir uns treffen, je weniger Viren unterwegs sind, desto größer ist die Chance, dass wir uns nicht anstecken. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass in Pflegeheimen und Altenheimen entsprechende Hygienepläne gefahren werden, dass dort stringente Teststrategien gefahren werden. Es gibt ja vom Robert-Koch-Institut, ich denke seit etwa April, gibt es dazu Empfehlungen. Und das müssen natürlich die entsprechenden Träger von den Pflegeheimen und Alteneinrichtungen, alle, die dafür Verantwortung tragen, sollten das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und dazu gehören natürlich auch Besuchsregelungen. Und ich habe zum Beispiel letztens auch gehört, es gibt leider auch bei Besuchern solche, die diese Regeln unbedingt umgehen möchten, weil sie halt einfach weder glauben, dass es ein Covid-19 gibt, noch denken sie, dass Masken in irgendetwas bringen. Es sind natürlich auch da gibt es wahrscheinlich hier und dort auch Menschen, die das eben nicht mit der nötigen Stringenz machen. Und ein dritter Aspekt, den möchte ich aber auch noch mal nennen. Natürlich gibt es auch gerade in Alten- und Pflegeheimen auch Menschen, für die es besonders schwierig ist, sich an diese Regeln zu halten. Es gibt ja dort auch zum Beispiel demente Bewohner. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer machbar, dass eine demente Person sich schützt. Also es gibt eine Menge Faktoren. Aber entscheidend ist wirklich, gerade diese könnten wir ja gut schützen, weil sie dort leben, in Pflegeheim und Altenheim. Und gerade dort sollten wir dann auch sehr viel Mühen und wirklich keine Kosten und Mühen scheuen, um dort die Menschen so gut wie möglich zu schützen. Aber nochmal, je weniger Viren wir insgesamt in ganz Deutschland unterwegs haben, desto geringer ist die Chance von Viren auch irgendwo anders einzudringen. Sei es im Altenheim, sei es in der Schule, sei es im Arbeitsplatz, sei es in Bus und Bahn, wo auch immer. Vielen Dank, das war ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende angelangt. Bleiben Sie gesund und an Weihnachten zu Hause. Bis dahin. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Die Zahlen sind unverändert hoch und sie steigen immer noch weiter. Und wir haben ein Problem. Und dazu haben wir den Lockdown. Darüber möchte ich sprechen mit Professor Martin Exner, Direktor am Institut für Hygiene der Universität Bonn. Grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. So, Hygiene über allem. Also das ist ja das, was wir